zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ein neues Video und heute soll sich mal alles rund um das SEL 12-24G von Sony drehen. Wir haben hier ein Ultra-Weitwinkel-Zoom-Objektiv mit einer maximalen Offenblende 4 aus der G-Serie. Ich werde euch natürlich entsprechend ein paar Bilder mit einblenden, mit EXIF-Daten, so dass ihr euch auch selber nochmal ein bisschen ein genaueres Bild von der Aufnahmequalität dieses Objektivs machen könnt. Die Bilder sind entstanden im Zusammenspiel mit der Sony A7 IV und noch ganz wichtig zu erwähnen, es wird hier keine Labortests geben oder Flipcharts oder sonst irgendwas. Das überlasse ich den großen YouTubern, die sich da auch wirklich mit auskennen, sich regelmäßig mit Objektivtests beschäftigen. Das ist nicht mein Part, sondern ich kaufe mir ein Objektiv, schraube das auf die Kamera, ziehe damit los, mache damit Fotos und entweder gefallen mir die Bilder oder sie gefallen mir eben nicht. Hier zu diesem Objektiv gibt es so ein bisschen was ich euch gern berichten möchte und darum geht es in diesem Video. Fangen wir doch mal an mit dem Aufbau des Objektivs. Das ist ja eigentlich sehr, sehr einfach. Wir haben hier eine ganz bestimmte Objektivabdeckung. Die sollte man auch nicht verlieren oder versemmeln, denn die ist relativ preisintensiv, wenn man die sich bei Sony nachkaufen möchte. Also immer gut drauf achten. Dann haben wir hier eine fest verbaute Gegenlichtblende und da kommen wir zum ersten Punkt, der mir an diesem Objektiv leider nicht gefällt. Und das ist ganz einfach der Punkt, man kann hier keine Filter befestigen. Das ist natürlich für jemanden, der versucht auch mit seinen Kameras zu filmen, nicht immer von Vorteil. Man kann sich natürlich auch mit einer geschlossenen Blende und sowas behelfen, das ist ganz klar. Aber mit Filtern wäre es einfacher. Okay, also die Gegenlichtblende ist hier fest verbaut und ihr seht auch, die ist hier so ausgespart und das liegt einfach an der Wölbung der Linse. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das so richtig zeigen kann, die Wölbung der Linse vorne. Ich glaube, so geht's, kann man ganz gut erkennen, dass sie wie ein Bullauge gewölbt ist und deswegen kann man natürlich auch keine Filter drauf machen. Aber deswegen ist auch die Gegenlichtblende hier an diesen Stellen ausgespart, sonst wären die nämlich im Bild. Ja, dann haben wir einen Zoom und da seht ihr, ich mache das mal hier, dann seht ihr, dass die Kamera rein, das Objektiv natürlich, der Tubus rein und raus fährt. Ja, und bei diesem Zoom ist es quasi andersrum, als man es eigentlich kennt. Wenn man mehr Brennweite haben möchte, dann fährt der Tubus nach hinten und wenn man mehr Weitwinkel haben möchte, dann fährt er wieder vor. Das ist im normalen Alltag, merkt man das nicht und ist das auch nicht wirklich relevant. Dann haben wir hier einen Fokusring für den manuellen Fokus. Der ist sehr leichtgängig, was es gerade beim Filmen sehr angenehm macht, mit diesem Objektiv zu arbeiten. Und hier muss ich auch sagen, gerade beim Filmen, beim Vloggen, ist das Objektiv wirklich richtig, richtig gut. 12 mm Weitwinkel ist perfekte Brennweite zum Vloggen, wenn man zum Beispiel in 4K 60 mit der A7 IV filmt, weil man dann einen Crop hat. Und wenn man noch Active dazu schaltet, dann kommt man sowieso noch ein bisschen näher ran. Und dann ist es wirklich perfekt mit 12 mm zu vloggen. Also eine sehr, sehr, sehr spannende Brennweite, finde ich. Aber auch für Fotos. Ich habe ja jetzt wahrscheinlich schon das ein oder andere eingeblendet. Ansonsten startet das jetzt. Ja, die Verarbeitung dieses Objektivs ist tadellos. Also ich finde das einfach Hammer und es ist auch einfach nicht so schwer. 565 Gramm das Objektiv. Und das ist wirklich für ein Weitwinkelobjektiv, für ein Ultraweitwinkelobjektiv, wo relativ viel Glas verbaut werden muss, wirklich nicht schwer. Und man muss auch sehen, das Objektiv ist nicht mehr das Neueste. Es gibt schon ein paar Jahre. Wenn dann eine zweite Version rauskommt, kann ich mir gut vorstellen, dass ich da wieder zuschlage. Ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang, als ich das Objektiv gekauft habe, war ich sehr davon angetan, bis ich dann aufmerksam wurde mit die Filter, ist dann doch hinderlicher für mich, als ich es ursprünglich geglaubt habe. Und dann stand es eine ganze Zeit wirklich hauptsächlich im Schrank und hat gewartet, dass ich es einfach mal wieder mitnehme. Seit ich aber mehr und mehr filme mit der A7 IV, ist das Objektiv eigentlich immer mit dabei. Also entweder nutze ich das 20 mm 1.8 zum Filmen oder ich nutze wirklich
hier dieses Objektiv, das 12-24 G. Und das ist wirklich toll und macht wirklich Spaß. Zusätzlich haben wir hier noch einen Benutzerbutton, den ihr frei belegen könnt, wie ihr das gerne möchtet. Haltefokus oder was auch immer ihr da drauflegen wollt, habt ihr jedes Mal die Möglichkeit zu programmieren für euch. Und ja, funktioniert sehr, sehr gut. Hinten am Bajonett haben wir leider keine Gummidichtung, also es ist nicht wetterfest, das Objektiv, aber ein bisschen, wisst ihr selber, so ein bisschen Nieselregen oder so, da geht nicht gleich alles kaputt. In Starkregen oder so sollte man mit der Kombination dann allerdings nicht kommen. Ja, Bilder habe ich euch so ein bisschen eingeblendet und ich muss sagen, wenn man mit 12 mm fotografiert auf Vollformat, dann ist das eine extreme Brennweite. Das muss man einfach wissen, das muss man einfach sehen. Ihr habt natürlich Verzerrungen, das ist ganz klar, aber ich finde die Profilkorrektur im Lightroom arbeitet hier schon sehr, sehr gut. Die Bilder, die ich euch einblende, sind natürlich in Lightroom entwickelt. Aber was ich ganz besonders finde, sind eben die Perspektiven, die ungewöhnlichen Perspektiven, die schon sehr nah an einer Actioncam dran sind. Die finde ich super spannend, weil man natürlich eine wesentlich bessere Fotoqualität hat. Was man aber wissen muss und was man auch sagen muss, das Objektiv ist sehr anfällig für Lensflares. Gerade wenn die Sonne einen tollen Einfallwinkel hat, dann habt ihr eigentlich immer Lensflares auf den Fotos. Die sind nicht immer wirklich schön. Es gibt Lensflares, da sage ich immer, okay, den lässt du drinnen. Aber es gibt auch welche, die stempel ich dann tatsächlich raus. Das ist immer so ein bisschen Aufwand, aber den nehme ich gern in Kauf für die Perspektive, die ich hier nutze. Was ich an dem Objektiv eher weniger nutze, ist die Brennweite so ab 20-24. Also ich bewege mich immer in der Range zwischen 12 und ich sag mal 18 mm, so ungefähr. Da bin ich eigentlich immer unterwegs, weil alles andere ist dann schon wieder nicht mehr so diese besondere Perspektive. Natürlich, wenn ich irgendwo bin, wo ich so schnell nicht wieder sein werde und was Besonderes fotografieren möchte oder so, dann gehe ich auch mal auf die 24, die Standard-Weitwinkel-Brennweite eigentlich, wenn man so möchte. Ja, ansonsten kann ich von dem Objektiv wirklich nur positiv berichten. Ich schaue jetzt mal in mein Telefon, was der aktuelle Preis ist für dieses Objektiv. Ich habe es relativ günstig durch mehrere kombinierte Cashback-Aktionen bekommen. Der aktuelle Straßenpreis für ein neues Objektiv liegt jetzt wieder bei 1.570 Euro rund. Das ist natürlich schon sehr viel Geld. Wir haben ja hier auch nur, in Anführungsstrichen, nur Lichtstärke 4 oder Blende 4 maximal Offenblende. Mir persönlich reicht das, Blende 4. Aber ich weiß, dass es viele gibt, die hätten gerne 2.8. Kann man sich natürlich auch kaufen, 12-24, 2.8 G Master. Da müsst ihr allerdings noch mal ein bisschen tiefer in euer Portemonnaie rumgraben, ob ihr da noch ein paar Scheine findet. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er das braucht. Ich persönlich brauche es nicht. Ich komme sehr gut zurecht, gerade mit der Möglichkeit der ISO an der A7 IV. Habe ich jetzt noch nicht das Verlangen gehabt, dass ich unbedingt 2.8 vielleicht in irgendeiner Situation gebraucht hätte. Aber ich weiß natürlich, dass es unterschiedliche Anwendungsfälle gibt und da jeder so seinen eigenen Bereich natürlich hat, den er da nutzen tut. Ja, ihr Lieben, das ist so das, was ich euch mal zum 12-24G erzählen wollte. Mittlerweile eine Linse, die ich super gerne nutze, die ich mittlerweile sehr viel nutze, einfach weil der Weitwinkel brutal gut ist. Ich hatte ja damals an meinen APS-C-Kameras das Hamyang 12 mm. Das ist ja, wenn man das hochrechnet, mit Kropffaktor 18 mm. Ist auch schon sehr weitwinklig. Aber 12 mm auf Vollformat, das ist schon was. Das 10 bis 18, was ich hatte auf APS-C, ist ja umgerechnet 15 bis 27 mm Brennweite. Das ist dann auch schon sehr weitwinklig, aber 12 mm ist nochmal eine Schippe anders. Und ich habe euch jetzt auch viele Bilder ganz absichtlich eingeblendet, eben mit dem Brennweitenbereich zwischen 12 und 18 mm, weil das, glaube ich, ist so das Außergewöhnlichere. Es gibt natürlich auch super Festbrennweiten in diesem Bereich, wie zum Beispiel 14 mm und solche Geschichten, die dann auch wesentlich lichtstärker sind. Die sind dann aber auch größer und schwerer, das muss man auch wissen. Teilweise bieten die dann natürlich ein Filtergewinde, teilweise aber auch nicht.
Bei mir war mal die Überlegung, das Objektiv wieder zu kaufen, zu verkaufen und dafür auf das 16 bis 35 PZ, also Power Zoom, das neue Sony-Objektiv umzusteigen, weil ich dort eben die Möglichkeit hätte, Filter zu montieren oder drauf zu machen. Ich habe mich aber mittlerweile dazu entschieden, das Objektiv auf jeden Fall zu behalten, weil es einfach eine mega spannende Brennweite ist. Und wenn ich mir irgendwann das 16-35 mal zulege, dann wird das zusätzlich sein, aber nicht im Austausch für das 12 bis 24, weil eben diese 4 mm mehr Weitwinkel, die sind so speziell und so viel mehr wert in meinen Augen, dass ich das einfach nicht hergeben möchte. Ja, das so mein Erfahrungsbericht. Ich bin mit der Bildqualität, mit der Videoqualität dieses Objektivs super zufrieden. Ich bin total begeistert von dem Objektiv. Wie gesagt, es ist nicht mehr das Neueste. Es ist auch nicht wirklich günstig, das ist ganz klar. Aber wer gerne im Weitwinkelbereich fotografieren möchte, der kommt um diese Linse eigentlich kaum herum. Es sei denn, er möchte noch mehr Geld ausgeben. Dann natürlich schon. Der Zoom-Bereich 12 bis 24 ist natürlich in manchen Situationen auch sehr hilfreich, das ist ganz klar. Und ansonsten, hatte ich gesagt, ist das Objektiv relativ leicht. Also da gibt es wesentlich schwerere Objektive am Sony-System und dadurch ist es natürlich auch prädestiniert zum Filmen und macht super Spaß damit unterwegs zu sein. Und von mir eine absolute Empfehlung, dieses Objektiv. Ich weiß aber auch, dass es viele gibt, die dieses Objektiv überhaupt nicht leiden können und nicht mögen, was auch völlig in Ordnung ist. Okay, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, mein Erfahrungsbericht zum 12 bis 24G aus dem Hause Sony, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschüss.